Und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladung zu einem neuen Part direkt aus der Insel Mario Party Island Tour. Wir sind noch auf dem Spielbrett aus dem letzten Part, das da heißt Stern Safari, und spielen gleich das nächste Minispiel. Ja, um zu wissen, was läuft, bedarf es der Vorkenntnisse des letzten Parts. L. Rhythmusspiel. Ich bin gar nicht so musikalisch. Ich konzentriere mich mal und moderiere hier nicht, weil sonst vermassle ich das jetzt hier. Halt's Maul, Junge. Spiele und nicht kommentieren. Ich halte jetzt wirklich die Backen. Ach. Oh, ist doch super. Obwohl ich nicht die Backen gehalten habe, wie ich es gesagt habe, aber gut. Hab's gewonnen. Was will man mehr? Flotte Töne, hier ist das Minispiel, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber egal, ich bin Erster. Da muss ich nicht mitbekommen, wie das Spiel heißt, wenn ich es gewinne. Yoshi ist der Nächste. Eine 5. Oh. Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Um wieder in das Schema des letzten Parts einzusteigen. Ich hau hier wieder mit Sprichwörtern um mich. Gut. Ich hoffe, ich habe mittlerweile einen passenden Part-Titel gefunden. Ihr werdet sehen. Oh, hier gleich Kriegsgefecht. Ich bin tot. Ich wurde hier gleich erschossen. Vorsicht, Soldat! Sie kommen. Oh, Geilomat. Schon wieder was gewonnen. Das fängt doch sehr gut an. Und ich führe ja haushoch. Im letzten Part sah es nicht so aus, als würde ich führen. Als würde ich siegreich aus diesem Brett herausgehen. So. Aber so wie es in diesem Part aussieht, anscheinend tauschen die Kreaturen auf der Sterntreppe ihre Plätze. What? Wie geht das? Unglaublich. Völlig random. Ach nee. Nicht völlig random. Getauscht. Das heißt, der Erste tauscht mit dem Letzten. Auf der obersten Stufe befindet sich nun Paragumba mit 5 Ministern. Dann sehen wir uns mal nach der dritten Sterntreppe um. Ja, ich bin schon an der zweiten vorbei. Wuhu! Oh nein! Da gibt's ja fast nur Unglückssterne. Minus 7, minus 5, minus 2 und plus 2. Okay, da sollst du also als Letzter kommen.
Der Maxi-Knochen trocken hat gerade 7 Unglückssterne. Geh ihm also lieber aus dem Weg. Ah, ja, da habe ich so geeilt, um als Erster da anzukommen. Sieht ganz so aus, als wäre ein schnelles Vorankommen momentan gar nicht so erstrebenswert. Sag ich doch. Also, jetzt sind die Einzelnen gefragt. Und auch hier habe ich Glück. Und würfel gleich eine 2. Dann lass mal warten und möglichst die anderen hinterherkommen. So, da habe ich mir gewünscht, vorne zu sein. Und was habe ich jetzt davon? Ja, seht ihr. Der holt sich natürlich hier gleich mal einen kleinen Gewinn. Nicht den Jackpot. Den Jackpot habe ich mir geholt im letzten Part. Der nächste ist schön am Arsch. Das ist, wie es aussieht, nicht Yoshinski, sondern Waluigi. Natürlich stellt das wieder so hin. Ja, macht ja auch Sinn, weil wenn der jetzt dran ist, holt er sich jetzt das Dingens dort. Darf dann schön mal welche abgeben. Und so, oh, er kassiert dann den Jackpot. Kluger Yoshi. Yoshinski, du hast es echt drauf. Muss man so sagen. Gut, Yoshi, hol dir den 2.0 Jackpot. Gegönnt. Ich gönn's ihm. Muss man so sagen. Ich bin ein Fan von Yoshi, obwohl er in diesem Spiel mein Gegenspieler ist, also mein Widersacher. Ich führe, das ist schön. Ich möchte endlich mal ein Spiel gewinnen. Lasst mich mal ein Spiel gewinnen. Oh, super. Die Kreaturen auf der Sternentreppe rotieren. Ach so, rotieren. So ist das gemacht. Die Unglückssterne, die auf der obersten Stufe zu vergeben waren, landen auf der untersten Stufe. Ah, cool. Gibt es mehr Chancen. So, Mario kommt jetzt nochmal auf das Rotierenfeld und dann noch mehr und dann kann ich sogar als Erstes ins Treppchen einlaufen. Minispiel und Ministerne versus. Na, das gibt auch noch zusätzliche Sternchen. Münzen sind es nicht. Gar aus. Das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir. Irgendwann, ich glaube im ersten oder zweiten Part, wenn ich mich nicht komplett irre. Garaus den Kraterierchen. Ich glaube, ich habe das falsch ausgesprochen. Aber egal. Zack. Todd macht's wie immer vor. Wir machen's nach. Zack, zack und zack und zack, zack, die Duster hier mal ein paar abgequetscht. Sieht nicht so gut aus für mich heute. Ich habe nur Waluigi auf die Birne gematscht. Wo bin ich überhaupt? Ich bin so ein weißes Ding zwischen anderen weißen Dingens. Hilfe! Ich sehe mich gar nicht. Das ist richtig schlecht in diesem Minigame. Jetzt Buhu zu starten. Ein Unentschieden. Sieht so aus, als müssten wir um die Entscheidung würfeln. Ich bin offenbar Zweiter geworden, trotz meiner erbärmlichen Minispielkünste. Ach, habe ich schon erwähnt, dass ich einen der Spieler, ich glaube es war Waluigi, auf schwer gestellt habe. Mal experimentell, um mal herauszufinden, wie es geht. Yoshinski ist an der Reihe. Eine 6. Oh. Am Arsch.
Och nö, wenn ich schon wieder ein Minispiel. Sollte. Das Brett der Minispiele. Sterne und ein Brett der Minispiele. Och nö, wenn ich schon wieder Gärtnerei des Grauens. Das kennen wir doch schon. Nö. So ein random Game hier. Darauf habe ich ehrlich gesagt jetzt keinen Bock. Ne, die Todfressen machen es wieder vor. Wunderschön. Ja. Ich nehme die blaue. Ich nehme die blaue. Bitte, 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 bitte. Friss mich nicht. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Ne, die pinke sieht brutal aus, aber ich nehme trotzdem die pinke. No risk, no fun. Let's go. Nicht mich, nicht mich. Wow, geil. Ich bin heute vom Glück verfolgt. Wow. Die Sterne sind mir wohlgesonnen. Was? Oh, nö. Ha, auch beim Würfeln bin ich erfolgreich. Schon wieder ein Gewinn. Na, wenn das nicht ein Erfolg ist heute. Waluigi Time! Ich kann Waluigi irgendwie nicht leiden. Weiß nicht, was ihr so seht. Och nö. Hört hier gar nicht mehr auf mit Minispielen. Werden hier heute nicht mehr fertig. Das ist einfach nur eine Reihe an Minispielen. Können wir gleich den Minispielmodus anschalten? Das ist. Mach. Oh nö. Memory. Ach, kacke, kacke, kacke. Ich kann es mir notieren, aber. Was hilft mir das? Ja, schön. Versuch's mir zu. Ach, nö. Oh nö. Wo soll denn das gewesen sein? Hier? Nee. Och, kacke. Ich hab's mir einfach nicht gemerkt. Oh, nö. Ich hab's mir einfach nicht... Ich hab einfach vergessen, dass... Ah, aber jetzt weiß ich das. Ich hab's einfach verkackt. Ich hab's einfach so verkackt. Jo, mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht das Beste. Man kann auch nicht ewig Glück haben. Ja. Mal hat man halt Glück und mal hat man Pech. So spielt das Leben. Ah, jetzt darf ich das sortieren hier. Ja, dann... Das sieht so aus, als wäre ich der Erste. Und deshalb packe ich da mal den Zweier hin. Dann zur Sicherheit, falls ich doch der Zweite werden sollte, da den mit den wenigsten. Und für den Dritten, der ist dann bitte mal am Arsch. Ich krieg dann das und... Okay, ja, so nehmen wir's. Die neue Reihenfolge steht fest. Dritter hoffe ich nicht zu werden. Jetzt kann ich doch der Erste werden. Ohne irgendwelche. Oh nö.
Jetzt wird Joschinski Erster. Da, mit dem hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und muss das jetzt sein? Ah, der sortiert das nochmal. Der ist, sag mal. Und was hat der sich dabei gedacht? Wir werden sehen. Vielleicht hat der. Es ist ein Kommen, ich weiß, es ist ein Kommen. Er denkt sich nichts dabei, aber. Ha, ja. Das macht Sinn. Ist klar, dass er nicht mehr der Erste wird und dass ich auch nicht mehr der Erste werde. Ja, Waluigi hat jetzt. Was, da ist noch ein Dings? Noch eine Karte. Und ich bin der Zweite. Nö. Ja, nein, mehr geht doch nicht. Und nö. Ich hätte gerne die Sternchen bekommen. Na gut, ich bin immer noch der erste Platz. Sei denn, jemand überholt mich jetzt damit, dass er die 2 Sterne kriegt. Aber ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, dürfte das nicht mehr. Selbst die 2 Sterne nicht mehr dazu helfen. Ich glaube, ich habe das Spiel gewonnen. Egal, was jetzt passiert. Sei denn, es kommt noch sowas wie Bowsers Willkür und ich verliere ein paar Sterne. Das wäre natürlich richtig kacke. Und wie ich das Spiel kenne, passiert sowas ähnliches noch. Wäre ja nicht spannend, wenn da nicht noch was irgendwas passieren würde. Wäre ja nicht Mario. Und er darf sich jetzt die 2er einstecken. No, immer noch 2er. Ja, sollte er jetzt nicht in einem Minispiel was kassieren. Alle Spieler haben die 3. Sterntrippe hinter sich gelassen. Dann ist jetzt ein erneuter Blick auf den momentanen Spielstand gefragt. Würde ich sagen. Ja, 26, 22, 17 und 15 Sternchen. Sieht gut aus für mich. Sah schon schlecht aus, zumindest für mich. Das Spiel ist noch nicht entschieden, also gebt alles. Schade. Mal sehen, was die 4. und letzte Sterntreppe für Überraschungen bereithält. Was, es gibt noch eine Sterntreppe? Ach du heiliger Bimbam. -7. Sag ich doch, noch ist alles offen. Auf euch warten noch jede Menge Ministerne und Unglückssterne. Alter Schwede. Noch mehr Ministerne. What? Das ist ja jetzt hier. Wird hier noch richtig gezockt am Ende des Spiels. Ich mag das Brettspiel. Ich mag dieses Brett. Ich bin Zocker. Ich zocke gern. Vor allem Sternchen. Und Geld vielleicht nicht so gerne. Aber kleine Sternchen. Oh, bitte das. Oh, nö. Das erste wollte ich haben. Soll mir auch recht sein. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Also sollte ich mich einigermaßen auskennen. Tots zeigt es wieder. Oha. Da ist einer. Schnapp ihn mir. Und noch eins. Weiße Hasen. Was macht ein Tots? Was macht ein Joschinski dort? Steht der da nur rum? Unfähig, ein Häschen ins Gatter zu bringen. Oh, da ist ein goldenes. Würdet ihr dem. Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr dem weißen Hasen folgen und ins Wunderland gehen? Ist eine Standardfrage. Was waren denn? Ein
Was waren denn das für Geräusche, die ich zwischendurch dann gemacht habe? Kann ich das nochmal einblenden? Nö. Die Regie sagt, das kann ich nicht nochmal einblenden. Okay, wenn das die Regie so sagt. Nur, vorwärts geht's. Ich hoffe, im nächsten Part werden uns die Sterne gewogen sein. Ja. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Gebt diesem Video ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Ein Däumchen nach unten, sollte es euch nicht gefallen haben. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Und seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggleute zu einem neuen Part. Mario Party Islands Tour. Immer noch dasselbe Brett. Es ist ein bisschen längeres Brett. So. Und er führt. What? Wie es aussieht, kann ich das Ganze doch in einen Part schneiden. Ich dachte nicht, dass das Ganze schon so schnell vorbei ist. Ja, dann vergesst mal schnell die Begrüßung. Sind nur zwei Parts, nicht vier, nicht drei. Nicht vier oder drei. Gut. Ich tausche meine Kreaturen. Oh, jetzt muss ich überlegen, jetzt muss ich taktieren. Ach so, ich darf gar nicht tauschen. Tauscht sich von selbst. Gut, hat sich das erledigt. Taktieren kann ich sowieso nicht. Bitte keine 6. Oh, eine 3 ist keine 6. Minispiel um Ministerne. Oh, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was kassieren. Megamaton. Och, da... Das wisst ihr doch, dass ich das kann. Habt ihr auch schon gesehen. Die Minispiele wiederholen sich auch ein bisschen. Nö. Aber egal. Ich gehe mal außen lang. B. Y. A. B. X. Da ist ein Y und da ist das X. Und wer hat hier gewonnen? Sieht doch sogar fast so aus, als könnte ich das Brettspiel noch gewinnen. Sechs Sterne helfen noch ein bisschen bei weiter. Yoshi ist dran. Na dann, Yoshi. Wünsch dir Glück. Wünsch dir nicht zu viel Glück. Weil ich spiele hier gewinnen. Noch ein Minispiel. Na gut, kassiere ich halt noch ein bisschen was. Oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Das nächste Minispiel heißt Gewand übers Band. Hol ihn den ersten Platz. Let's go! Ja, das sollte dann mal nicht passieren. Hab's kapiert. Ah, ein Jump'n'Run. Geil, ein Jump'n'Run in Mario Party. Wow! Sowas gibt's. Ich komme hier völlig durcheinander. Hui, bloß nicht runterfallen. Na, der Jump'n'Run. Der Jump'n'Run King. Der. Erster. Die anderen sind irgendwann runtergefallen. Kam gar nicht erst ins Ziel.
Ich habe nicht gerade eben Jump and Run King gesagt. Ja, ich möchte nicht an ein gewisses Let's Play erinnern, was ich noch nicht mal zu Ende geführt habe. Ja, so viel zu Jump and Run King. Och, eine 2 und ich hätte es bekommen. Och, nö. Komm schon. Sei nicht unfair. So, der nächste, der kommt, das wird nämlich nicht ich sein, kriegt die Arschkarte hier. Der zweite werde ich sein und der dritte kriegt dann das hier. Okay. Ich bin mal ein bisschen fies. So, Mario. Weh, du wirfst jetzt in 2. Nee, komm. Als ob der einfach eine 2 gewürfelt hat. Als ob der einfach eine 2 würfelt. Oh nee. Nee. Ich verhau das ganz doch gleich. Ich sehe es schon kommen. Ich bin jetzt der zweite und krieg dann die. Oh nö. Ich führe gerade. Oh nö, ich verhau das noch in den letzten Minütchen. Als ob das daran scheitert. Tatsache, ich bin Zweiter. Oh nö. Oh nö. Och nee. Oh nee, komm, das sah so gut aus die ganze Zeit. Und jetzt Mario einfach Erster. Man glaubt's nicht, ich bin sogar Dritter. Gut, die Verabschiedung habt ihr schon gehört. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hau ab. Tschüss.